Tristan Thompson schwängert seine Affäre. Und Khloe Kardashian muss diesen Betrug gleich mehrmals durchleben. Schon als die Reality-Ikone und der Basketballer ihre gemeinsame Tochter True erwarten, sorgt der 31-Jährige mit seiner Untreue für Schlagzeilen. Nach einigen Seitensprüngen bringt der NBA-Star Ende 2021 das Fass dann aber zum Überlaufen. Der Profisportler geht erneut fremd und fliegt auf, weil seine Affäre Marilyn Nichols von ihm schwanger ist. Als wäre die Situation für Khloe nicht schon schwer genug, finden zu dieser Zeit auch noch die Dreharbeiten für ihre Reality-Serie statt. Das gesamte Drama wird von den Kameras für The Kardashians aufgezeichnet. Bei der Ausstrahlung bekommen die Zuschauer nun unter anderem Khloes erste Reaktion zu sehen. Ihre Schwester Kim erfährt durch Gerichtsdokumente als erstes von Tristans Seitensprung. Beim gemeinsamen Telefonat bricht Khloe dann in Tränen aus. Auch der Rest der Familie zeigt sich fassungslos. Vor allem Kylie Jenner kocht vor Wut und steht hinter ihrer Schwester. Ist Tristan der schlimmste Mensch auf dem Planeten? Sie hat das nicht verdient. Sie hat jetzt wirklich genug durchgemacht. Die turbulente Zeit macht Khloe damals schwer zu schaffen. Mental und körperlich kommt sie dabei an ihre Grenzen. Ihrer Schwester Kendall gesteht die Beauty sogar: Ich bin so ängstlich, ich bin neulich in Ohnmacht gefallen. Khloe selbst erlebt das Ende ihrer Beziehung nur noch einmal auf dem Bildschirm. Während der Ausstrahlung merkt sie an: Es ist nicht einfach, aber ich denke, es ist auch gleichzeitig eine Art Therapie für mich. Und ich mag es zu sehen, wie der Rest meiner Familie auf Dinge reagiert. Im Staffelfinale schließt die Unternehmerin zwar mit Tristan ab, aber durch ihre gemeinsame Tochter bleiben sie trotzdem verbunden. Ob es womöglich doch die Chance auf ein Comeback gibt? Die Fans glauben zumindest daran. Auf Paparazzi-Fotos ist das Ex-Paar wieder gemeinsam zu sehen. Auch auf Instagram folgt Khloe dem NBA-Star wieder. Doch um die Influencerin ranken sich momentan auch noch ganz andere Dating-Gerüchte. Einem Insider zufolge hat sie einen neuen Mann an ihrer Seite. Dank Kim soll die Blondine einen Unternehmer kennenlernen. Bei einer Dinnerparty funkt es angeblich zwischen den beiden. Das Ganze soll noch ganz frisch sein, der Reality-TV-Bekanntheit aber ein gutes Gefühl geben. Offiziell genießt die US-Amerikanerin derzeit allerdings ihr Single-Leben und legt den Fokus auf ihren Nachwuchs. Via Instagram betont sie, keinen Kopf für die Liebe zu haben. Ich date niemanden. Ich freue mich, mich für eine Weile auf meine Tochter und mich selbst zu konzentrieren. Ob als Single oder doch mit einem neuen Flirt, es scheint ganz so, als müsste sich Khloe also zuerst einmal von den Strapazen mit Tristan erholen.